Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video. Und heute probiere ich mal die DJI S450 hier zu Hause aus. Dazu halt habe ich das Teil hier hingestellt, habe es mit dem Controller hier gekoppelt und starte das Teil einfach mal. Dazu drücke ich einmal diese zwei Tasten, Moment, die zwei Tasten seitwärts. Normalerweise sollte es jedenfalls funktionieren. So. Na? Komisch. Ach so. Ja, da war nicht der richtige Modus eingestellt. So, jetzt sucht er nochmal. Und jetzt laufen die Motoren an. Und wenn ich nicht gerade gleich Gas gebe, dann schalten die Motoren auch gleich wieder aus. Also nochmal. Und jetzt muss man circa 50% Gas geben, damit sie abheben. Man hört schon richtig, dass das Teil ordentlich Gas gibt, wenn man nur ganz leicht hier den Hebel betätigt. Und ich werde jetzt gleich gar nichts mehr sagen, weil ich muss mich ziemlich konzentrieren. Hier ist nicht viel Platz. So, das war eben gerade das längste, was ich jetzt geflogen bin, und man sieht, das wird sehr, sehr gefährlich. Also ich mache hier noch einmal so ein paar Versuche, aber wirklich viel werde ich hier nicht fliegen. Das ist jetzt dieser Modus Attitude ohne GPS-Unterstützung, was natürlich in der Wohnung auch nicht möglich ist. Aber trotzdem geht das Teil ziemlich sauber in die Lüfte. Oh, ich sehe gerade, ich gebe hier gerade Vollgas und das Teil hebt mich ab. Das heißt, der Akku ist zu leer, beziehungsweise hat eine zu niedrige Voltanzahl. Ja, schade. Naja, wie auch immer, ich würde nicht empfehlen, das Teil hier in der Wohnung starten zu lassen. Ich habe es hier einfach nur mal testweise gemacht, aber das ist ein bisschen zu gefährlich. Wenn die Propeller hier irgendwo gegenkommen, dann heißt es gleich, dass man mit dem Teil ja, gleich etwas beschädigt. Wie auch immer, das Teil funktioniert und ich werde beim besseren Wetter sofort rausgehen und das natürlich dann auch aufnehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage Tschüss.